Buh, Leute, ich bin das Topflappengespenst. Buh. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Ducky LP. Und ich hätte vielleicht ein bisschen besser in der Schule aufpassen sollen, dann wäre vielleicht etwas aus mir geworden. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Ja, herzlich willkommen, Leute. Es wird heute wieder sehr, 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 sehr spannend, denn wir werden heute zwei Aufgaben der Hauptstory machen und ich krieg immer mehr Bammel, dass wir wieder mit dem, ja, dass Hogwarts nicht schnell genug fertig wird mit neuen Kapiteln, damit wir weiter das Let's Play führen können, weil danach haben wir nur noch ein Kapitel, Kapitel 44 zum aktuellen Zeitpunkt und das ist alles super ja, ich hoffe auf ein Nebenevent. Also Hogwarts Mystery, wenn ihr hier gerade zuschaut, lasst mich gefälligst die zwei Neben, also das eine Nebenevent mit McGonagall noch nachmachen. Bitte, 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 bitte. Ihr kriegt auch diesen unglaublich geilen Hufflepuff-Stift, der aus Gold ist, also nicht echt Gold, aber der ist halt golden, Leute. Guckt mal, ist der nicht fancy? Hat mir ein Zuschauer über die Fanpost geschickt. Übrigens, wenn ihr mir auch was schicken wollt, dann macht das gerne. Unten auf dem Link, sondern die Postfachadresse, die in der Beschreibung steht, die ist auch weiterhin gültig, weil mir wird gerade von meiner Mama geholfen, die ganze Fanpost zu beantworten und vor allem zu strukturieren. Und ja, wenn ihr mir auch was schicken möchtet, dann macht das über die unten stehende Postadresse. Und ich würde mich sehr darüber freuen und schicke euch auf jeden Fall eine Autogrammkarte zurück. Genau. Kann leider nicht jedem einen eigenen Brief schreiben, weil das wäre ein bisschen zu viel. Aber eine unterschriebene Autogrammkarte. Genau, mit diesen Autogrammen, die ich da hinten halt... Leute, ihr werdet es ja sehen. So, wir beginnen jetzt erstmal mit dieser Aufgabe der Hauptstory. Zu Jacob und zum Schwarzen See gehen. Und ich bin sehr gespannt, was der Wieso cool? Was laber ich hier? Los geht's, Leute. So, hallo Jacob, du bist ja gar nicht da. Wo bist du denn? Die ist halt einfach... Oh, nee, jetzt muss ich wieder rote Funken... Ja, klar, Daniel, mach halt. Anscheinend ist Jacob noch nicht hier. Ich sollte ihm Bescheid sagen, dass ich hier bin. Vermelius. Ja, genau, Daniel. Mach erstmal Vermelius. Piu! Guck mal, die müssen keine Silvesterraketen kaufen. Die haben einfach einen Zauberstab. Schön, dich zu sehen. Pepe, hör auf mich! Ich schwöre dir, ich habe hier immer noch meinen Frozen-Zauberstab. Wenn du sterben willst, Kollege Turnschuh, dann bist du auf dem richtigen Weg. Schön, dich zu sehen, Pip. Insbesondere, nachdem wir uns keine Sorgen mehr über Ragpick machen müssen. Wie geht es dir? Hast du Ärger mit Dumbledore bekommen? Nein, er hat mich sogar einen Helden genannt, was ich vorher schon wusste. Daniel Granger, der Held von Hogwarts. Ja, allerdings. Das ist besser, als für immer der kleine Bruder von Jacob Granger zu sein. Daniel, du warst davor die Mary Sue von Hogwarts, aber naja. Davor gibt es kein Entkommen. Du wirst immer mein kleiner Bruder sein. Das wird sich niemals ändern. Doch, wenn ich dich jetzt umbringe. Avada Kedavra! So, das ist... Ja. Auch wenn sich alles andere ändert. Was wirst du jetzt tun? Das ist die große Frage. Oder etwa nicht? Ich kann nicht einfach nach Hogwarts zurückkehren und so tun, als wäre ich ein normaler Schüler. Ach so, du warst ja noch gar nicht fertig, ne? Stimmt. Ha, Schulabbrecher. Ja, ab nach RTL oder RTL 2 zu Frauentausch. Oder wie die Formate alle heißen. Das hast du dir jetzt endlich verdient. Redlich oder endlich? Ist ja auch egal. Ich darf ein ganz normaler Schüler sein? Ich frage mich, wie sich das anfühlt. Ich hoffe nicht, dass sie das ernst meinen. Ich erinnere mich dunkel daran, als ich ein normaler Schüler war. Vor der Geschichte mit den Verwunschenen verließen. Gemeinsam erinnern wir uns vielleicht noch daran, wie es ist, ein normales Leben in Hogwarts zu führen. Nein, aber immerhin eine Einstundenaufgabe. Ja, wenn ihr meine Bedenken gerade mal gerne hören wollt, ich erzähle sie euch. Wenn sie jetzt hier von normalem Leben in Hogwarts reden, hört sich das, oder ist das übersetzt so viel wie, ja, langweilig. Also nicht, dass das Hogwarts-Leben langweilig wäre, aber damit implizieren sie ja, dass das davor alles spannend war, aber wir haben in Hogwarts Mystery schon so viel langweiliges Scheißzeug erlebt, aber auch cooles Zeug, das will ich auch nochmal dazu sagen. Es ist halt so eine Mischung. Dass ich mir gar nicht vorstellen möchte, wie ein normales Leben in Hogwarts wäre. Also zumindest nach der Definition von Hogwarts Mystery.
Hogwarts Mystery, macht euch mir nicht zum Feind. Ich habe eine große Community im Rücken, die euch alle verprügelt. Und zwar auf dem Elbwald-Festival, wenn ihr da hinkommt. So, einsammeln. Kaum zu glauben, dass ich endlich ein ganz normaler Schüler sein kann, nach allem, was passiert ist. Es gibt noch so vieles, das ich nicht verstehe. Zum Beispiel, warum nach dem verwunschenen Verliesen gesucht hat. Oder was sie von dir wollten. Oder was sie von dir wollten. Weißt du, warum sich so sehr für dich interessiert, Pip? Jacob einweihen, Jacob anlügen. Ach so, das bedeutet, dass ich das wüsste. Ach so, wegen meiner Legilimentik-Fähigkeit meine ich, ne? Sollen wir ihn einweihen oder... Nee, Leute, ich weihe ihn nicht ein. Weil, wisst ihr warum? Weil er mir einfach voll lange nicht geholfen hat und er hat sich voll lange von mir versteckt und nö. Außerdem nennt er mich immer Pip und nö. Ich habe keine Ahnung, was er von mir möchte. Ich weiß es genauso wenig wie du. Ich bin auch Legilimentiker, schon vergessen. Ich weiß, dass du mir etwas so enthältst. Aber du musst es mir nicht erzählen. Was auch immer passiert, ich werde dich beschützen. Ich kann mich selbst beschützen, Jacob. Das ist mein Dankeschön für alles, was du für mich getan hast. Du hast mich nicht aufgegeben. Und auch, Trevor, raus aus meinem Hals. Auch als niemand mehr an mich geglaubt hat. Du hast mich aus dem verschütteten Verlies befreit. Was denn jetzt für Verliese? Verschüttet, versunken, verwunschen. Was gibt's noch? Und jetzt hast du mir ein neues Ziel gegeben. Und welches Ziel ist das? Natürlich, aufzuhalten. Ich werde mit Mad-Eye Moody sprechen. Du bist erst in Sicherheit, wenn auch das letzte Mitglied dieser Verschwörung eingesperrt ist. Pass auf dich auf, Pip. Du hast es dir verdient. Was denn? Ich will auch auf die Reise gehen. Okay. Mad-Eye Moody kennenlernen. Nein, oh nein, nein, ich will keine Aufgabe mit Mad-Eye Moody. Meine Stimme... ich mache mir gleich direkt mal einen Tee. Dein Bruder hat mir erzählt, was im letzten Verlies passiert ist. Halte Ausschau nach meiner Eule. Oh, da sehe ich sie schon. Hui, ach, da ist sie ja. Hi, Eule. Wir treffen uns im Eberkopf. Pass auf, dass dir niemand folgt. Alles klar, oh, arme Stimmbänder. Ich will nicht. Oh nein, guckt mal, Leute, die ist traurig. Oh, ich würde mich gerne zu ihr setzen und sie trösten. Die Arme. Moody hat vielleicht Nerven, sich hier zu zeigen. Ja, allerdings. Hi, Moody. Ah, wer ist da schon wieder? Der Bilton. Im Wirtshaus zum Eberkopf habe ich die besten Ideen für meine Produkte. Ja, weil du vollgelaufen bist. Und voll. Ja, was das Gleiche ist. Wenn du ein sauberes Glas willst, musst du woanders suchen. Alles klar. Ja. Zum Glück gibt es hier nicht sowas wie ein Gesundheitsamt. Hallo, Mad-Eye. Schön, dass du kommen konntest, Daniel. Hast du meine Eule bekommen? Die Nachricht war ziemlich unklar. Warum wolltest du dich mit mir treffen? Weil ich mit Jacob gesprochen habe. Dein Bruder ist entschlossen, für alle mal aufzuhalten. Ein für alle mal aufzuhalten. Du hast ihm nicht erzählt, was wir von dem Zauberer aus Mautokoro gehört haben. Oder... Ach ja, stimmt! Wir sollen deren Anführer werden. Das war das Geheimnis. Uff. Ganz großes Uff. Nein, ich habe Jacob nicht erzählt, dass angeblich möchte, dass ich die Gruppe eines Tages anführe. Gut. Wir müssen ständig wachsam sein, wenn wir überleben wollen. Bist du deswegen hier? Hast du mehr von dem Zauberer aus Mautokoro erfahren? Leider nicht. Er will mir immer noch nicht verraten, wer der Maulwurf in Hogwarts ist. Wir wissen also immer noch nicht, wer in Hogwarts für arbeitet? In Zeiten wie diesen muss ein Auror einen Schritt zurückgehen und sich die Beweise ansehen. Das macht Sinn. Kannst du bitte jetzt aufhören zu reden? Mal sehen, was wir über wissen. Oh Mann, Leute, ey, das ist so belastend. Ich hole mir schnell einen Tee. Ah, ja, schon besser, Leute. So, dann wollen wir mal. Und ey, nur 3 Stunden, ahoi.
Gut. Oh, Sphinxpunkte! Sphinxpunkte, die brauche ich... Verdammt, ich hätte... Warte, ne, da sind wieder welche. Ja, Leute, dann hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt noch ein paar Sphinxpunkte dazu bekommen. Und wir hoffen einfach mal, dass Mad Eye Moody jetzt nicht mehr so viel reden wird. Und ja, die Aufgabe ist also noch nicht zu Ende. Wir haben noch eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir erfahren müssen. Und zwar immer noch, wer der Maulwurf ist. Ich habe auf Twitter mal so ein bisschen Konversation mit anderen Leuten geführt. Nicht nur in der DA, sondern auch außerhalb dessen. Also Leute, die das Spiel auch zocken. Und ich kann so viel sagen. Es wird von einigen angenommen, dass es eventuell sogar Ben sein könnte. Ich weiß nicht so ganz genau. Also mein Verdacht ist ja entweder Lancer oder Jay. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Ben wäre, einfach weil es bei ihm ein übertriebener, ja, Plot-Twist wäre. Ich meine, Ben, der zuerst ängstlich war und dann mutig wurde. Und ja, das würde mich halt wirklich mal interessieren. Das Ding ist halt, ja, Ragpick wollte ja Ben eigentlich töten. Und wenn er der Maulwurf gewesen wäre, das hieß ja, dass Ragpick geahnt hat, dass sich Rowan vor Ben werfen wird. Wisst ihr, wie ich meine? Oder vielleicht hat Ben ihn mit dem Imperius-Fluch verzaubert und hat ihn gezwungen, sich davor zu werfen. Ey, das... Oh Gott. Oh mein Gott, das wäre Hardcore. Einsammeln. Mhm. Was haben wir über R erfahren, Daniel? Wir wissen, dass sie einen Agenten in Hogwarts haben. Und der Maulwurf könnte die uns unbekannte Person sein, die schon mehrmals über den Schwarzen See geflogen ist. Es sei denn, Madame Hooch hat dir diese Information gegeben, um ihre Spuren zu verwischen. Das ist nicht Madame Hooch. Verdammt nochmal. Ich habe mit Madame Hooch und Filch gesprochen, aber ich glaube nicht, dass einer von ihnen der Maulwurf ist. Natürlich nicht. Spiel, bitte nimm Abstand von dieser Sache, weil jeder, der das Spiel spielt und nur einen Harry Potter Film gesehen hat, weiß, dass es nicht sein kann. Mann. Professor Snape? Professor Snape war schwer zu durchschauen. Snape steht zu tief in Dumbledores Schuld, um für R zu arbeiten. Haben wir überhaupt irgendwas Neues erfahren? Wenn der Zauberer aus Mautokoro die Wahrheit gesagt hat, dann hat der Maulwurf versprochen, dich in den inneren Kreis aufzunehmen. Das bedeutet, dass jemand, den du kennst, für R arbeitet. Jemand, den ich kenne? Was soll ich tun? Überlass das mir. Ich bin hier, um dir zu gratulieren. Du hast Ragpick zur Strecke gebracht. Jacob meinte, dass das erwünschte Verlies sie in den Wahnsinn treiben wird. Dank dir muss R jetzt auf eine schwarze Hexe verzichten. Sie werden sich erholen müssen. Und du auch. Ja, das stimmt wohl. Aber das kann ich ja in den Sommerferien machen, wenn das Spiel eh nicht stattfindet. Mach eine Pause. Oh, ich habe meinen Bildschirm vollgerotzt. Verbringe Zeit mit deinen Freunden, vor allem mit Penny, und mach Kinder mit ihr. In Hogwarts wird es immer neue Rätsel zu lösen geben. Ja, das hoffe ich doch. Zum Beispiel, was mit dieser kleinen Schülerin da ist, die so traurig in der Ecke sitzt und Hilfe braucht. Zur Eulerei gehen. Wir treffen uns in der Eulerei. Ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte. Oh, Talbot will mir also etwas zeigen. Hoffentlich nicht das, was mein inneres Ich sich gerade denkt. Ja, das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, Leute. Wir können ja nochmal kurz gucken. Also, wir haben jetzt noch eine Lektion und noch zwei Aufgaben der Hauptstory. Und ja, wir kommen langsam Richtung Ende. Es wird sich jetzt innerhalb dieser Woche, wenn diese Folgen jetzt hier rauskommen, entscheiden, ob Hogwarts Mystery wieder ein bisschen kürzer treten muss. Oder ob wir vielleicht noch ein Nebenevent bekommen oder eventuell irgendwas anderes. Vielleicht kriege ich wirklich hin, dass ich dieses eine McGonagall-Event noch von denen bekomme. Wäre auf jeden Fall geil, weil ich gehört habe, dass es eigentlich sogar sehr cool war. Aber das bleibt abzuwarten. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und auch wenn sie ein bisschen kürzer ist, würde ich mich sehr über jeden Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare. Ja, Leute, bis morgen zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao!